Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, zu einem sehr interessanten Thema, ein oft nachgefragtes Thema, das Thema Swing Trade, gerade jetzt interessant beim warmen Wetter draußen, WM-Zeit, Prüfungsphase oder auch wenn man einfach berufstätig ist und wenig Zeit hat für Kryptos und trotzdem seine Positionen perfekt managen will, habe ich heute wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Tool für euch, auch für Leute, die zum Beispiel klassische Hodler sind und sich nicht mit Charts beschäftigen wollen, für mich auch. Die Meinung, dass man beim Swing Trade wirklich auch nach News Trade kann, wirklich keinen Blick auf den Chart werfen muss, auch wenn es hilfreich wäre. All das covern wir heute im Video und auf all das gehen wir jetzt konkret ein. Bevor wir jetzt loslegen, hier im Hintergrund der EOS-Chart, das war genau so ein Swing, den ihr mitnehmen wollt und ich gebe euch kurz nochmal ein, zwei Denkanstöße, warum ich diese Plattform so hilfreich finde und warum ich die Plattform selber ausgiebig nutze. Wir haben auf der anderen Seite Trading-Plattformen wie BitMEX oder Bitfinex, wo wir wirklich sehr, sehr gute und sehr hilfreiche Oberflächen haben zum Traden, wo man wirklich sieht, okay, ich bin so viel im Plus, ich bin so viel im Minus und wirklich alles sehr gut managen kann. Dann haben wir aber das Problem, zum Beispiel bei BitMEX, dass wir nicht viele Altcoins haben und wir haben bei Bitfinex das Problem, dass nicht jeder 10.000 Dollar hat, um seinen Account sozusagen zu verifizieren als Einlage. Und dann haben wir Börsen wie Binance, die 100 Altcoins haben und die auch die Altcoins haben, die uns diese Swings bieten, aber die uns nicht diese Oberfläche bieten können, um diese Swings profitabel auszunutzen, weil die Binance-Oberfläche ist vielleicht für Buy and Hold gut, aber zum Trade komplette Katastrophe, weil man hat weder die wichtigsten Tools, man sieht nicht, wie viel ist man im Plus, wie viel ist man im Minus, man hat keinen Trading-Stop, man hat alles Sachen, wo man einfach sagt, okay, ich kann so nicht wirklich meinen Trade managen und ich kann das Ganze nicht automatisieren, wenn ich außer Haus bin. Und das ist genau das Ziel, wo wir eben Abhilfe schaffen wollen. Und da habe ich eben Free Commerce gefunden, beziehungsweise wurde ich darauf hingewiesen, nutze das Ganze jetzt seit 3-4 Wochen, werde dafür auch nicht bezahlt, logischerweise. Ich habe nur einen Reflink, mit dem ihr 10% Rabatt bekommen würdet auf eure Einlagen. Den könnt ihr gerne benutzen, aber das ist ganz normal ein Reflink, den ihr auch benutzen könnt, wenn ihr die Plattform nutzt und das euren Freunden empfehlt. Warum konkret nutze ich Free Commerce? Darauf gehen wir jetzt ein. Die Plattform ist sehr, sehr umfangreich. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man Bots einstellt. Dann die Bots schreiben einem dann bei Telegram, ja, wie viel sie verkauft haben, wie viel sie kaufen, wie viel Prozent sie gemacht haben. Das wäre aber ein eigenes Video wert, wenn ihr dazu eine Videoreihe sehen wollt, wenn euch das interessiert, konkret auch Bots, dann gehen wir nochmal im eigenen Video drauf ein. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Smart Trade Oberfläche, die ich am meisten benutze und es gibt auch noch die Möglichkeit, anderen Portfolios zu folgen, zum Beispiel. Man hat hier die Möglichkeit, sich mit API zu verbinden. Ich bin sehr kritisch, was API betrifft und habe nirgendwo meine API-Keys ausgegeben, aber bei Free Commerce bin ich wirklich sehr, sehr positiv gestimmt. Ich habe sehr lange recherchiert und bei Free Commerce kann man mit den API-Keys auch nichts abziehen. Also man kann die Funds nicht vom Konto nehmen. Man kann nur mit diesem API-Key traden. Nur das, was ihr wollt. Also da kann eigentlich nichts passieren. Deswegen bin ich ja auch auf Free Commerce. Wie gesagt, ich bin, was das betrifft, sehr kritisch und bin aber hier auf eine sehr seriöse Seite gestoßen, die mir wirklich sehr weiterhilft. Wir gehen jetzt konkret darauf ein mit dem Beispiel vom EOS, was man denn bei Free Commerce konkret so gut machen kann. Wir sind jetzt hier im Hintergrund. Ich bin auf dem Paar EOS US Tether, also US Dollar, sagen wir jetzt mal, um das Ganze so kurz und möglich zu halten. Wir haben jetzt hier 10 Einheiten von EOS, die wir hier kaufen würden. Hier sehen wir den Preis und hier die Menge aufgerechnet. Also hier ist nochmal alles ganz simpel, noch nichts, was uns von anderen Exchanges differenziert oder auch von anderen Anbietern. Aber was jetzt hier eben so besonders ist, ihr müsst euch vorstellen, wir gehen das Ganze jetzt irgendwie mit einer kleinen Geschichte durch, um das Ganze euch eben so gut wie möglich näher zu bringen. Ihr müsst euch vorstellen, ist ja jetzt seit 8 Uhr morgens oder 9 Uhr morgens, ihr geht aus dem Haus und ihr wollt aber trotzdem, ihr seht dann hier im EOS-Chart, okay, EOS sieht gut aus, EOS launcht jetzt das Mainnet, wenn ihr ein Hodler seid und die Charts nicht anschaut, VeChain zum Beispiel launcht bald das Mainnet, ich will jetzt hier eine Swing-Position eröffnen für die nächsten 3-4 Stunden oder auch für die nächsten 10-12 Tage oder 10-14 Tage, je nachdem, in welchem Zeitraum ihr das macht, ist komplett wurscht, weil ich kann das alles total simpel einstellen. Jetzt habt ihr aber das Problem, ihr seid in den nächsten 10 Stunden nicht von dem PC und müsst das Ganze aber trotzdem so einstellen, dass das Risiko minimal ist und euer Profit maximal. Was macht ihr jetzt? Bei Binance habt ihr das Problem, dass ihr verschiedene Arten, zum Beispiel ein Stop, Trading Stop oder ein Trading Take Profit nicht habt. Das hat er komplett aufgeschmissen. Also ihr könnt nicht den Trade 10 Stunden alleine lassen, um eben unbesorgt draußen zu sein und eben euer Risiko so zu minimieren und euren Profit zu maximieren. Deswegen haben wir jetzt Free Commerce. Denn bei Free Commerce können wir alles mitnehmen und eben alles so einstellen, wie wir es brauchen. Wir gehen das Ganze wieder hier durch. So jetzt hier bei Set Take Profit.
Das heißt, hier könnt ihr konkret schon mal die Prozent sehen, was auch schon mal sehr gut ist. Ihr sagt, okay, ich setze 1000 Euro ein und ich will 10% machen, dann bin ich zufrieden, ich mache 100 Euro. Okay, wäre jetzt hier 10%, alles eingestellt, okay, gehen wir raus, alles cool. Kommt am Abend rein, heim und seht dann, ja gut, wir haben 10% gemacht und ich habe meine Trade geschlossen. Werdet euch erstmal freuen, weil ihr denkt, okay, 10% gut, aber dann schaut ihr auf den Chart und ihr seht, oh, EOS ist mittlerweile schon 20% gestiegen und EOS ist mittlerweile schon 40% gestiegen. Was kann ich machen, um eben diesen Profit mitzunehmen, aber mein Risiko gleich minimal zu halten wie vorher? Und da kommt jetzt eben der Trailing Take Profit ins Spiel. Wenn man den Trailing Take Profit sieht, dann nimmt man den Preis so lang mit, wie maximal möglich ist, beziehungsweise wie man eben die Deviation einstellt. Die Deviation heißt Abweichung. Das heißt jetzt konkret, wenn der Preis von eurem Profit nochmal weiter hochgeht, also hier ins 15 Dollar, sagen wir, EOS geht komplett durch die Decke, irgendwer pumpt EOS und EOS geht auf 20 Dollar hoch. Dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, eben die Deviation einzustellen und das heißt die Abweichung von diesen 20 Dollar, bevor ihr dann wirklich rausgeht. Also wenn ihr 10% habt, dann heißt das, okay, 20 Dollar, 10% sind 2 Dollar. Wenn der Preis dann von den 20 Dollar nochmal droppt auf 18 Dollar, dann closed ihr euren Profit und seid nochmal viel mehr im Profit, weil ihr statt 10% dann 18, 27% mitnehmen würdet. Und ihr könnt euch das Ganze auch riskanter spielen. Ihr sagt, okay, ich will erst raus, wenn der Preis von 20 Dollar den Abstieg macht. Also wenn der Preis von diesem Pump-Preis von 20 Dollar nochmal 20% zurückfällt, dann bin ich überzeugt, okay, jetzt wird wirklich abverkauft, jetzt will ich raus. Und das wäre dann eben die zweite Option, die ihr dann einstellen könnt, was wirklich schon mal immens hilfreich ist, um eure Position zu managen. Immens hilfreich. Und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit eines Stop-Loss, also einen Trading-Stop-Loss zu setzen, was wiederum den Stop-Loss immer mit anzieht mit dem steigenden Preis. Wir nehmen hier auch ein Beispiel von Ethereum. Ihr setzt bei Ethereum einen 10% Trailing-Stop und der Preis von einem Ethereum ist bei 100 Dollar, leider nicht mehr so tief. Und der Trailing-Stop-Loss-Value eben beginnt dann bei 90 Dollar, weil ihr wisst ja, 10%. 90 Dollar, 100 Dollar minus 10 Dollar sind 90 Dollar und der Preis geht dann auf 102 Dollar hoch. Das heißt jetzt, der Stop-Loss wird von den 102 Dollar kalkuliert. 10% von 102 Dollar sind 10,2 Dollar. 102 minus 10,2 sind 91,8. Das gleiche jetzt bei 105, wir gehen auf 105 hoch, 10,5 Dollar, 105 minus 10,5 Dollar sind 94,5 Dollar. Jetzt fragt ihr euch, was passiert, wenn der Preis nach unten geht? Sehen wir jetzt, der Preis geht auf 101 Dollar zurück, aber der Stop-Loss bleibt bei 94,5 Dollar, weil eben der Preis sinkt. Geht ihr jetzt wieder auf 105 Dollar hoch, bleibt ihr wieder bei den 94,5, weil ihr eben die 10% eingestellt habt. Also ihr seht schon, wie mächtig das Ganze ist und wie euch das Ganze das Risiko komplett minimieren lässt. Wirklich ultra hilfreich. Und ich mache jetzt auch hier kurz einen Trade auf, damit ihr das Ganze auch seht. Ich mache jetzt einfach mal ein EOS rein. Wir haben gerade einen Preis von EOS. Ich weiß es jetzt gar nicht, glaube ich. Lasst es jetzt mal hier. Macht den Take Profit hier auf 10%, den Trailing Stop Loss. Machen wir Trading Take Profit, sorry, machen wir auf 5% und dann Trading Stop Loss auf 10% und machen einfach mal einen Trade. Dann wird ihr hier nochmal gefragt. Hier seht ihr wirklich alles konkret, was ihr machen wollt. Dann hier Confirm für bestätigen. Und dann habt ihr hier unten wirklich perfekt dann eure Übersicht. Jetzt haben wir den Buy Order eben reingelegt ins Orderbook und jetzt sehen wir aber erst, wenn der Order eben gekauft wird, was dann konkret mit dem Preis passiert. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schneiden soll oder nicht. Vielleicht geht er gleich rein, dann sehen wir es gleich, aber sonst ist es auch nicht wirklich sonderlich spannend. Was ihr dann seht, ist aber wirklich konkret euren Profit. Also ihr seht jederzeit, okay, ich bin jetzt schon 10% im Profit, ich bin so und so weit weg von meinem Take Profit. Mein Trailing Stop Loss sieht so aus und ihr seht wirklich sekundengenau, wie viel ich im Plus bin, wie viel ich im Minus bin und wie meine Position aussieht. Ihr könnt eure Position perfekt damit managen. Wirklich sehr hilfreich, extrem hilfreiches Tool. Und was dann jetzt hier noch zu erwähnen ist, vielleicht für meine ganzen Freunde in der Community, die eben so fleißig auf BitMEX am Train sind, laut Free Commerce wird BitMEX bald zugeändert. Also man kann bald mit BitMEX auch shorten und es ist auch schon ein Shortbot eben in Entwicklung, glaube ich, oder er ist schon auch draußen, den habe ich noch nicht probiert oder auch noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, Bot wäre jetzt ein eigenes Video, ist jetzt auch hier schon ein Shortbot, man kann hier einen eigenen Bot einstellen und man kann hier wirklich
sehr viel Sachen machen. Aber wie gesagt, wenn euch das mehr interessiert mit Bots, dann muss ich ein eigenes Video machen, weil das hier den Rahmen eben sprengen würde. Schaut jetzt gerade nochmal, ob der Trade drinnen ist. Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich Bitmax auch noch kommt, dann wäre das wirklich sehr gut. Ah, jetzt sehen wir es zum Beispiel. Jetzt ist der Trade drinnen und jetzt seht ihr wirklich auf die Sekunde genau, wie das Ganze aussieht. Jetzt minus 0,12%, in Dollar ausgedrückt minus 0,0169 Cent. Und dann könnt ihr wirklich hier konkret sehen, wie weit bin ich entfernt von meinem Trading Take Profit, wie weit bin ich entfernt von meinem Trading Stop Loss. Wirklich perfekt, um eure Position zu managen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr euch bei FreeCommerce anmelden wollt, dann nehmt gerne meinen Ref-Link, bekommt damit 10% Rabatt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wie gesagt, wenn ihr eine Videoreihe dazu sehen wollt, macht das gerne. Schreibt es in die Kommentare. Euer Technical Crypto.